Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Raum. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren am Fernsehschirm. Wir befinden uns bei wunderschönem Wetter in der Bauernschenke auf der Jugendfarm Lübars. Ein besonderes Dankeschön am Beginn dieser Sendung sage ich auch im Namen des Sendeleiters Herrn Detlef Schulz, dem Inhaber Herrn Horst Vogel, der uns die Gelegenheit gegeben hat, dass wir die 21. Folge der DRS Schnatterecke hier heute durchführen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier vier Herren sitzen, die Ihnen eigentlich gar nicht vorgestellt zu werden brauchen, denn Sie kennen sie. Aber ich will es dennoch gern tun. Ich habe hier den Mann, der beim deutschen Grand Prix bei der Ausscheidung den dritten Platz erreicht hat. Wir begrüßen hier ganz herzlich Herrn Bernhard Brink. Hallo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Mann, den Sie in Berlin natürlich alle kennen, ich sagte es bereits, ein Mann, der durch die Stachelschweine bekannt ist, aber der jetzt sehr viel Fernsehen macht, ist hier am Tisch. Wir sind sehr stolz darüber, Herr Wolfgang Gruner. Hallo. Ja, und ich bin ganz sicher, jetzt wird der Beifall noch einmal ganz groß aufflatten, denn es ist Folgendes, der Sohn des leider viel zu früh verstorbenen Hans Rosenthal ist hier bei uns, nämlich Gerd Rosenthal. Herzlich begrüßt. Ja, und wenn wir nachher uns dem Thema zuwenden, was wir uns gegeben haben, was ich gleich sagen werde, dann wäre das wohl kaum möglich, wenn dieser Mann nicht dabei wäre, den ich jetzt nenne. Denn er ist alles für diese Mannschaft. Er ist der Vater der Mannschaft. Er war Gründer mit dabei. Und wir werden vieles von ihm hören. Ein Mann, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Aber er gehört hier an diesen Tisch. Und ich freue mich ganz besonders darüber. Es sei begrüßt Walter Kirschner. Ja, und da sollte auch eigentlich meine erste Frage hinzielen. Bevor ich natürlich noch einmal das Thema nenne. Das Thema heißt, welchen Stellenwert hat die Hans-Rosenthal-Elf heute? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass es heute mehrere solcher Vereinigungen gibt, dass für einen guten Zweck gespielt wird, dass für einen guten Zweck etwas getan wird. Und eine Mannschaft macht es mit Sicherheit, das ist nämlich die Hans-Rosenthal-Elf. Wir werden aber hören, ob der Stellenwert 1988 entsprechend richtig ist. Ich gebe erst einmal das Wort an Walter Kirschner und stelle die Frage, ist die Hans-Rosenthal-Mannschaft der direkte Nachfolger der Tennis-Borussia-Prominenten-Mannschaft? Ja, die Hans-Rosenthal-Elf, die Prominenten-Mannschaft, wurde am 4.10.1959 gegründet im Rias mit Hans Rosenthal. Und am 26.03.1987 wurden wir auf einer Vorstandssitzung, habe ich den Antrag gestellt, aufgrund von Hans Rosenthal, der leider zu früh von uns gegangen ist, gebeten, in Hans Rosenthal 11 umzulegen. Und es wurde einstimmig vom Präsidium befürwortet und das war am 26. April 1987. Da habe ich schon eine Antwort gehört, wo ich eigentlich eine Frage stellen wollte, wann die Tennis-Borussen-Prominentenmannschaft gegründet wurde. Aber das war ja alles schon jetzt hiermit ausgeführt, sodass wir wissen, wenn wir von dem Stellenwert sprechen, wann ist einmal die Tennis-Borussen-Prominentenmannschaft gegründet und warum und wann wurde die Hans-Rosenthal-Elf gegründet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich höre und lese so viel von den Wohltätigkeitsveranstaltungen. Ich glaube, diese Mannschaft, aber auch die TB-Prominenten früher, haben ebenfalls viel, viel Gutes getan. Vielleicht kann sich jeder hier am Tisch mal einmal dazu äußern, denn Sie stecken drin, Sie wissen das und Sie wissen auch, wie viel Gutes und wann und wo solches getan wurde. Vielleicht, ich glaube, es gibt da verschiedene Veranstaltungen, auf denen diese Prominentenmannschaft früher gespielt hat. Es ist ja so gewesen früher, dass das wohltätige Zwecke immer irgendwelche Menschen haben, die sagen, also dafür machen wir ein Spiel, dafür organisieren wir irgendetwas. Und dann wurden wir angerufen, speziell eben immer Walter Kirchner, uns wurde gefragt, wollt ihr da spielen? Wenn ihr kommt, wissen wir, kriegen wir mehr Zuschauer und dann spielt sich das ein und dann kriegt eben wohltätiger Zweck mehr Geld. Sodass man gar nicht sagen kann, für wen habt ihr konkret gespielt, das war Krebshilfe, das waren verschiedene Veranstaltungen.
Wir haben also bisher nicht eine Organisation gehabt, die wir besonders unterstützt haben, sondern es waren immer verschiedene. Es waren aber auch Einzelpersonen, glaube ich, wo schnell geholfen werden konnte, wenn irgendetwas mal passiert ist. Herr Kirschner wird da sicherlich etwas zu sagen können. Ja, wir haben einmal über eine Querschnittgelähmte, die ist überfallen worden, die war 17 Jahre. Für die haben wir besorgt einen Rollstuhl, eine Wohnung, wo sie mit dem Rollstuhl reinfahren konnte. Das waren allerdings nicht viele, aber jedenfalls waren es 7.000 Mark. Dann haben wir für eine Familie, die hatte 12 Kinder, in Straubing ist es gewesen, die Mutter war halb blind, der Vater am Rollstuhl, 12 Kinder. Und ich bin rübergefahren und habe mir das angesehen. Ich kann das nicht beschreiben. Die Hühner haben besser gewohnt wie die. Da habe ich mit der Presse gedroht und da haben die Angst gehabt. Innerhalb von 24 Stunden haben die eine Wohnung gehabt. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken, dass hier eine breite Streuung ist von dem allen, was diese Mannschaften eingespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass bei den vielen bekannten Namen, die in dieser Mannschaft spielen, doch einige besonders gefragt waren. Ist das so, Walter Kirschner? Also wenn ich einen Anruf bekam oder ich habe Spiele besorgt, das heißt, ich brauchte nicht viel anrufen, sondern ich wurde gefragt, ob sie gegen die Prominentenmannschaft früher jetzt Hans Rosenthal 11 spielen. War der erste Wort immer, spielt auch Hans Rosenthal und pfeift auch Wolfgang Gruner. Das waren die ersten Worte, die ich immer bekam. Da musste ich natürlich immer feststellen, denn der Hans war ja viel unterwegs, aber er ist hingekommen ganz gleich in Deutschland, wo es war. Am günstigsten war es immer, wenn es ein Flughafen war, wie Hamburg, München, Köln. Wenn es unterwegs war, ist er sogar mit einem Privatflugzeug auf eigene Kosten angeflogen. Es hat noch niemand von uns Fahrgeld bekommen von der Mannschaft, sondern das haben die alles selbst bezahlt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass man dieses so ein bisschen unterstützt, denn ich muss ehrlich sagen, Hans Rosenthal, die Herren, die hier am Tisch sitzen und viele, viele andere, wir werden nachher noch Namen hören, machen es ja nicht nur aus Freude, dass sie dort ihren Sport treiben, sondern sie haben sich wirklich der Sache zur Verfügung gestellt. Und deshalb meinte ich das eben mit dem Applaus, denn ich finde, es ist nicht ganz selbstverständlich, und wir kommen ja nachher in dieses Thema hinein, dass wir sagen, welchen Stellenwert eben diese Aktivitäten haben. Ja, ich kann ja am wenigsten dazu sagen, weil ich bin das jüngste Mitglied, würde ich sagen. Ne? Walter, du warst bei der Gründung dabei, Wolfgang war schon vor der Gründung dabei. Und der Gerd ist ja auch schon, wie lange bist du dabei jetzt schon? Naja, 5, 6 Jahre? Mit 18 Jahren hast du das erste Spiel, da mussten wir noch fragen. Aber da war ich noch nicht Mitglied. Ja, ja. Warst du noch nicht Mitglied, ob Junge spielen dürfen? Da haben wir gesagt, Vater und Sohn können spielen. Dann bin ich gar nicht so viel kürzer dabei. So 4 Jahre bringt auch, ne? Glaube ich. Ja. Auch schon länger, glaube ich. Ja? Gut, okay, das sprechen wir. Jeder ist freiwillig dabei, jeder tut es gern, aber es werden Bürgen erfragt. Sonst kann man gar nicht dort so eintreten, Walter Kirschner, nicht? Oder ja, wir Guna mal. Das muss neu sein, das weiß ich nicht. Ist neu, ja? Ja, eigentlich kümmere ich mich nicht so sehr viel um die Sachen, die also rein administrativ sind, weil ich finde, man soll spielen, soll es annehmen. Aber das muss ja auch sein, das Administrative, das macht der Walter und der erweiterte Vorstand und so. Demnächst soll ja der Vorstand gegen die Mannschaft spielen, aber das ist nicht so ein Witz, damit man die internen Sachen nicht stellt. Nein, das ist alles prima, bloß darum kümmere ich mich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht, wir haben eigentlich das Schönste, was man machen kann. Den eigenen Sport, also ein bisschen Spaß im Spiel zu haben und damit noch Leuten zu helfen, das ist das Tollste, was es gibt. Also nicht nur sagt, ich muss nur heute raus, das regnet nur noch, ach, wir müssen aber da helfen, das ist nicht, es ist beides immer zusammen. Natürlich gehen wir auch raus, wenn es regnet oder schneit, bloß es soll ja nicht sein. Da kommen wir wahrscheinlich nachher zu dem Punkt auch, richtig, muss man immer das Ding da spielen, wo es sein muss. Man sollte ja eigentlich dann auch die Wirksamkeit, abgesehen von uns, vom Spiel, vom Helfen, auch für die Leute haben. Und deswegen muss man es meistens, das war mein größtes Anliegen heute bei der Debatte, dahin tragen, wo auch Leute kommen. Es nützt nicht schön, im Olympiastadion zu spielen, wenn China kommt und sagt, das Spiel findet statt und da kommt ein Sponsor und sagt, dafür gehe ich so eine X und die kriegt diese Institution, die es braucht. Es ist schöner, dass dann auch noch, wollen wir ja nicht hochtrabend sein, bei uns im Fußball kommen sowieso noch 34, aber dass ein paar Leute kommen und die vielleicht auch noch ihren Obolus dazugeben. Ja, ich habe da aber viele Veranstaltungen selbst gesehen, wo ich gemerkt habe, dass viele, viele Zuschauer dort waren. Das kommt auf die Werbung an. Viele Spiele sind ja nicht beworben, wir spielen ja auch oft zum Vergnügen. Ja. Das Wort Wohltätigkeit kann man ja auch verschleißen, insofern kann man es ja so oft gar nicht machen. Ja. Wir spielen ja oft auch zum Vergnügen. Und wenn man es gut bewirbt,
dann kommen die Leute auch, wenn es eine gute Sache ist. Ja, denn wir werden ja nachher hier auf dieses Spiel zu sprechen kommen. Das hat ja sicherlich einen ganz anderen Stellenwert, als wie, wenn Sie so sagen, wir spielen auch mal zu unserer Freude nur, nicht? Das ist ganz klar. Ja, ich kann mir vorstellen, oder ich gehe mal davon aus, dass die Hans-Rosenthal-Mannschaft auch eine eigene Satzung hat. Wenn ja, was sagt diese über Sinn und Zweck aus? Denn so ist es leichter, über den Stellenwert solch einer Mannschaft nachher zu befinden. Walter, du bist dran. Ja, also ich muss sagen, ich war, dass eben der Beitrag bei uns teuer ist. Aber wir haben ein Einzugsverfahren und daher keine Beitragsrückstände. Und dieses Geld wird nur verbraucht für irgendwie Sachen, die Hemden, Hosen, Stutzen, Beflockung, denn wir mussten ja alle Hemden und Jerseys jetzt unbeflocken lassen. Wir hatten ja drauf prominenten Elf, Dennis Borussia, jetzt haben wir drauf Hans Rosen, Elf, TB. Dann haben wir eine andere Werbung, Polygras, kriegen wir Geld und das Geld geht alles für gute Zwecke weg. Und zwar, alle Rohre waren frei. Richtig, ja. Und ich müsste sagen, ich war, dass eigentlich alle Spieler, kein einziger von denen, irgendwie auf Geld sieht oder irgendwie, wenn wir anrufen, die kommen mit, die sind manchmal viel zu viel Spieler, dass wir also wirklich 3-4 in der Halbzeit auswechseln müssen. Ich muss weiter da mal unterstützen, weil das ist, es hört sich so an, natürlich, die haben doch alle genug Kohle, was wollen die ohne Geld haben? Es gibt genug Spieler in Deutschland, die nur für Geld kommen, für einen wohltätigen Zweck, das möchte ich hier mal gesagt haben. Das ist ganz wichtig, was die meisten Menschen nicht wissen. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt etwas im Vorfeld davon gehört, wie setzen sich überhaupt solche Mannschaften zusammen, wie wichtig ist es, so ein Mann wie Walter Kirschner zu haben. Und ich möchte jetzt überleiten zu dem Thema, was uns hier zusammengeführt hat, nämlich welchen Stellenwert hat die Hans-Rosenthal-Elf denn heute? Und da möchte ich mit dem Wolfgang Gruner mal anfangen. Ja, na, der Stellenwert ist natürlich schon dadurch, muss ich ehrlich sagen, durch den Namen, der Gerhard sitzt ja neben mir, der Name ist natürlich erstens mal ein, das wissen wir, ein sehr guter Name und dann verpflichtet er natürlich auch. Und ich finde, dass man die Verpflichtung jetzt eigentlich noch doppelt hat, wie wir früher hatten, mit der Mannschaft Spiele zu machen, die für, da haben wir nicht mal das Wort guten Zweck, die helfen sollen. Mhm. Denn Hans hat ja selber in seinen ganzen Sachen, die er gemacht hat, beruflicher Art auch so viel geholfen, dass es eigentlich jetzt nicht 2 plus 2 ist, sondern 2 mal 2. Nicht? Und was so komischerweise dasselbe ist, aber in dem Fall ist es eben nochmal verdoppelt. Und ich meine, ich glaube, das wissen auch die Kollegen, die bei uns alle mitspielen oder die mit uns spielen, dass der Stellenwert, also wir wollen ja, dass der Stellenwert höher ist. Und jetzt kommen wir wieder zu der Sache, die der Kollege Brink sagte wieder. Es ist ja so, darum sollte man gerade bei der Rosenthal-Elf noch weniger und noch bessere Spiele machen. Also bessere meine ich, besser vorbereitet im größeren Rahmen, um zum Erfolg zu kommen. Nicht im Erfolg, um zu finden zu spielen, das ist unwichtig, sondern um einen größeren Rahmen zu haben. Also ich meine, Rosenthal-Elf darf man nicht verschleißen. Ich will jetzt nicht das Wort Klein-Kleckersdorf wieder sagen. Man soll es nicht überstrapazieren. Ich meine mal, wenn ich sage, welchen Stellenwert hat die Hans-Rosenthal-Elf denn heute, meine ich mal, das Publikum freut sich immer, wenn es prominente Menschen der Stadt, des Landes sieht und erkennt, da spielen Leute, ach, den kenne ich, da freue ich mich, dass ich da zuschauen kann. Ja, nur ist das so richtig? Das kann man nicht jede Woche machen. Nein, das ist ein Thema eben wirklich, wenn du jetzt wirklich in der Zeitung ständig lesen würdest, die Hans-Rosenthal-Mannschaft spielt mit dem. Dann wäre das langweilig. Ja. Denn ich meine, das wäre ungefähr so, als wenn ein großer Sänger oder wer auch immer plötzlich da jede Woche ein Konzert macht, dann ist das auch kein Gag. Der muss zwischendurch immer neue Platten machen. Genauso muss man eben mal wieder das Feld der Leute, die da mitwirken, auch Gastspieler und so weiter auffrischen. Und insofern meine ich das vorhin mit dem Verschleißen der Wohltätigkeit, wenn man es zu oft macht. Ja, ja. Ich finde, den Stellenwert können wir, glaube ich, selber ganz schwer beurteilen. Das muss von außen kommen. Ja. Also wir können über uns selber nicht sagen, wie wir uns einschätzen. Das muss von außen auf jeden Fall kommen. Hinzu kommt, dass die Hans-Rosenthal-Mannschaft ja wirklich recht neu ist. Wir existieren jetzt nicht mal ein Jahr. Und das muss ich erstmal einspielen. Und da muss man irgendwie erstmal einen Stellenwert kriegen. Im Moment ist für uns ja auch noch alles neu, mit dem Namen zu spielen. Und
Ich glaube, das kann man erst in der Zukunft sagen oder rückblickend sagen, welchen Stellenwert sie hatte. Ja gut, aber es ist ja so, dass sich mit den Jahrzehnten doch immer Dinge auch verändern. Und jetzt kann man einmal fragen, Walter Kirchner, ist es nicht so, dass man sagt, war es immer so, dass es solchen Mannschaften geben musste? Oder steigert sich das mit den Jahren jetzt noch oder fällt es etwas ab? Wie würde das der Manager der Mannschaft sehen? Ich würde sagen, es fällt ein bisschen ab, weil es so viel prominenten Mannschaft gibt. Ich spreche von der Uwe Seeler-Elf, die überall für gute Zwecke spielt. Und das sind natürlich Namen, ich war ehemaliger Nationalspieler, und die irgendwie die Zuschauer wollen natürlich irgendwie ein gutes Fußballspiel sehen. Ich hier muss sagen, unsere Leute, die wollen fast jede Woche spielen. Bloß dann spielen wir unter uns, wie der Bernhard schon sagte, aus Freude am Spaß, nicht wahr, dass sie da irgendwie spielen wollen. Und wenn wir ein größeres Spiel haben, nicht wahr, und das ist zum Beispiel eins, was am 30. kommt, worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Und da nehmen wir auch kein Geld an, sondern da trainieren wir, spielen für uns. Aber richtige Wohltätigkeitsspiele, die dürfen normalerweise nicht irgendwie dauernd sein. Wobei ja, glaube ich, auch diese Mannschaft wie Uwe Seeler Mannschaft, also wo Beckenbauer manchmal mitwirkt und so weiter, sind ja auch Mannschaften, die sich bezahlen lassen für diese sogenannte Wohltätigkeit, was der Wolfgang gerade sagte. Jetzt darf man das Wort Prominenz auch nicht so überstrapazieren. Bei uns sind viele Leute dabei, die eine örtliche Prominenz haben, aber keine Massenwirksamkeit haben. Da sind wenige dabei, wie ein Hans Rosenthal eben, der es wirklich nun im wahrsten Sinne als Vorreiter war. Und insofern spielen wir auch oft privat, und das ist auch zur Belustigung eines jeden für sich selber. Denn deswegen kann man nicht so oft das machen, diese Wohltätigkeitsspiele ansetzen. Sowas hier am 30. April, das ist sicher ein Erfolg. Ja, aber eine prominente Mannschaft macht es ja nicht nur um Wohltätigkeit, sondern Sie sagten es ja schon, sie macht es ja auch zur Darstellung, zum eigenen Sporttreiben. Und man muss sicherlich unterscheiden zwischen Prominenz, die überregional ist, und regionale Prominenz. Das ist richtig. Der Stellenwert ein Stellenwert beweist doch dieses, dass viele das nachgemacht haben. Das sehe ich doch vielleicht richtig so. Viele haben sich da einen Namen gegeben und haben das nachgemacht. Gibt es da Beispiele für? In Berlin jetzt? Walter? Nein, in Berlin nicht. Nee, wüsste ich auch nicht. Wüsste ich nicht. Also Hertha hat es nicht geschafft. Nein. Es gibt kurz nach uns die NDR-Mannschaft, die gibt es schon sehr lange. Fast mit uns zusammen, das ist der nördliche Raum, also da hat Uwe Seeler noch aktiv gespielt. Das macht der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, in Hannover oder Hamburg. Und das ist auch eine sehr gute Truppe, gegen die kann man mal spielen, mit denen kann man spielen. Ja, wir haben zu der Zeit, als die großen Sendungen noch waren, Schlafenswein und Lach- und Schießgesellschaft, da haben wir Platz an der Sonne eigentlich immer ein Eröffnungsspiel gemacht. Ich habe in Würzburg gespielt, in Frankfurt gespielt und so. Das waren immer große Sachen, und das halt war der Ausrichter immer, weil damals der Ausrichter auch aus Hamburg kam, weil es immer die NDR-Mannschaft, die eigentlich auch immer fehlen. Also Platz an der Sonne war ja auch für Berlin und für die Kinder ein guter Zweck. Dann darf man auch nicht vergessen, wenn man sowas öfter machen würde, die echten, in dem Sinne Prominenten wie der Wolfgang, Hans Rosenthal natürlich, die können ja auch nicht immer. Die müssen ja auch leben von irgendwelchen Arbeiten. Also können ja nicht jede Woche plötzlich da antreten. So gibt es natürlich zwangsläufig viele Spiele, die in Privatspiele hinauslaufen. Und das ist auch für jeden Einzelnen gut. Das kann man, ich sage mal, man kann das leicht überstrapazieren. Insofern können wir froh sein in Berlin, dass es nicht mehr Mannschaften gibt, die sich Prominentenmannschaften nennen. Und wir nennen uns ja auch nicht mehr Prominentenmannschaften. Ja, also sicherlich auch mit aus dem Grund, dass eben nicht immer Prominente dabei sein können. Ich höre es ja am meisten draußen. Ich war, wenn wir wirklich mal 5 oder 12 Zuschauer haben, dass dann irgendwie einer sagt dann, Mensch, wer ist denn hier prominent? Ich sage, warum, kennst du mich nicht? Weil wir nicht immer alle Prominenten da haben können. Naja, aber Walter Kirchner, Sie haben ja Professoren in der Mannschaft, das wollen wir mal nicht übersehen. Direktoren. Sie haben Juweliere. Richtig, Juweliere. Alles. Sie haben Leute mindestens einmal aus unserer Stadt gesehen, die man doch wirklich schon einmal als prominent bezeichnen muss. Das sage ich mal so. Aber was ich meine, ich glaube, dass Sie damit doch auch ein gutes Beispiel geben, dass auch solche Leute eben einen Sport treiben, ob es jetzt Fußball ist, in dem Falle ist es Fußball oder es wäre etwas anders. Es ist doch ein bisschen auch für die Jugend, dass sie sagen, ach guck mal an, der Herr Direktor oder der Herr Professor oder der Schlagersänger, die spielen ja auch Fußball, die spielen ja eigentlich meinen Sport. Ist sowas schon mal rübergekommen? Hat man so etwas schon mal erkannt? Also es kann ja nur passieren bei Spielen, die so beworben werden, wie dieses Spiel am 30. April zum Beispiel. Ja, bei den normalen Spielen, von denen wissen die Leute, die jetzt einfach irgendwo normal leben, sagen wir mal so, die wissen das ja gar nicht. Wir machen das unter uns aus, Termine, und suchen uns die Spieler zusammen, die es gerade können. Das macht der Walter ja alles, und zwar fabelhaft. Und diese Spiele, die outstanding sind, sagen wir mal, die wirklich sehr stark beworben werden, da kann eine Reaktion kommen, da kann man auch Leute erleben,
Das ist eine wichtige Sache zum Beispiel, der 30. April. Dann nehme ich als Beispiel jetzt, am Donnerstag klingelt das Telefon. Da ist der Alfred Weiß bei Professor Weigert und sagt, du, bei dem schönen Wetter können wir nicht am Donnerstag spielen. Ich sage, ich kriege da jetzt ja keinen Platz mehr. Wo soll ich natürlich? Da habe ich ungefähr 30 Mal telefoniert, dann hatte ich 8 Spieler. Davon 4 zurückgerufen und einer hat nur zurückgerufen. Jetzt weiß keiner, wer Alfred Weiß ist. Alfred Weiß ist der Chef vom Interconti. Okay. Und zwar der für Tennis Borussia sehr viel getan hat. Diese Spiele, die Sie nebenbei so machen, das sind ja Spiele, damit Sie auch, sage ich mal, sich in Form halten. Denn wenn Sie dann zu diesen größeren Spielen dort kommen, wo mehr Publikum ist, dann wollen Sie auch eine Figur abgeben, dass man sagt, okay, die können alle Fußball spielen. Ich sage das mal so. Das ist richtig, ja. Aber es ist ja auch so, wenn ich das beobachten kann, ich nenne einfach mal so Tasmania, alte Recken oder so etwas, was ja auch so ein bisschen da hineinfällt, ja. Dann merke ich doch, dass da viele Zuschauer hingehen. Dann haben die doch manchmal mehr Zuschauer. Und ich sage auch, diese, ja. Ich spreche mal mehr noch von der TB-Prominentenmannschaft, weil die noch mehr zurückliegt, da habe ich doch Spiele gesehen, die hatten noch mindestens genauso viele Zuschauer wie ein Oberligaspiel. Also heute Leute erstmal aus dem Haus zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Die haben so viele Möglichkeiten, heute sich zu beschäftigen bei dem Freizeitangebot, das ist gewaltig. Insofern muss man schon ein Spiel aufbieten, wo Namen auftauchen, wie ich sie gerade von Gerd gehört habe, für den 30. April von Uwe Seeler runter. Also alles Nationalspieler, dann klappt sowas. Ja. Aber wenn wir wirklich, wie gesagt, mit 2, 3, 4 mehr oder weniger Prominenten dann da antreten, das jede Woche, dann kann man das einfach überziehen, das ganze Thema. Und insofern muss man solche Highlights wirklich rausnehmen. Da sind dann sicherlich viele Zuschauer und das ist auch gut so, dass das ab und zu gelingt. Ja. Nun kommen wir zu dem, jetzt möchte ich da dazu ja, sagen. Bitte. Jetzt kommt die, weil wir gerade auf dem Dorf sind, jetzt kommen wir nämlich zu der Ortsbestimmung, die ganz entscheidend ist. Da lege ich großen Wert drauf. Sie, lieber Herr Dönger, haben erklärt die Sache mit den Tasmania-Recken. Wenn wir das in der Bar spielen, kommt keine Sau. Die spielen natürlich richtig in Neukölln, in der Herzbergstraße, Herzbergplatz und so weiter. Das ist richtig. Und da, deswegen ist schon diese Sache hier gefährdet. Das ist mir schon viel zu sehr in der Villengegend. Also ich sage immer, wie der Berliner nicht sagen würde. Deswegen kommen Potsdam, Olympiastadion, Mommsenstadion überhaupt nicht mehr in Frage. Wir müssten eigentlich, eigentlich müssen wir raus aus Berlin. Wenn wir einen guten Zweck, das ist jetzt meine Meinung, dazu sage ich, das ist extra. Wir müssen natürlich, deswegen geht ja Völjo auch immer und alle gehen zum Herzbergplatz. Ich würde auch gerne hier im Finsterwalder Ring spielen, in der Ecke, sehen von hier aus. Da geht auch eine ganze Menge auf, also wenn der voll wäre, reicht schon. Man muss also in die Bezirke gehen. Die Bezirke sind heute noch, und das spricht für sich, da sind ja glücklich, wenn wirklich mal ein Uwe Seeler nun effektiv mal hier in der Feldner Straße beim Alemannia-Platz, ich sage jetzt einfach nur, wer es weh ist, spielt. Und nicht immer nur da, wo die feinen Herren auf der Tribüne sitzen. Und dann haben wir auch mehr Erfolg, Erfolg meine ich jetzt für den guten Zweck, viel mehr Erfolg, da ist es noch was Neues. Und deswegen habe ich gesagt, Zehlendorf ist ja nun auch schon vor Ort, das geht noch und wahrscheinlich ist das auch alles so organisiert. Der größte Erfolg wäre um sowas, na, was ich auch gerade wahrscheinlich in Berlin sitze, ist es natürlich sowas wirklich außerhalb Berlins zu machen. Ich sage es nochmal, weil da zieht noch was. Aber hier in Berlin, ich kenne es von Starreswein von früher, sind dann nächstes Jahr haben wir 40-jährige Jubiläum, wir sind auch durch die Bezirke gegangen und wir hatten die herzerfrischendsten, menschlichsten, besten Zustimmungen immer von Reinickendorf bis nach Köln, von Tempelhof bis Spandau. Und das müsste man, Spandau, wie immer sagen, wir fahren nach Berlin, also eine Stadt sich ausgeht. Warum spielt man so ein prominentes Spiel, was wir früher gemacht haben, eine neue, nicht am Askania-Ring mit Tisch und Puh, der Bürgermeister hat auch noch was dazu, reimt sich sogar und dann ist da was los. Ich will es nur sagen, da sind die Leute noch dankbar, dass hier die dankbar, Leute auch dankbarer, ja. Die sind auch dankbar. Ja. Aber die geben ihren Obolus und sagen, ach, da spielt ja, ach, wisst du, heute Nachmittag so ein schönes Wetter, ich gehe doch in die Arten, wie könnten aber da, es ist besser, den Seeler kann ich nächstes Mal noch mal sehen, dann spielt er in, weiß ich, auf Leipzig, da bin ich auch gerade. Also ich sag's mal so. Das ist ein Problem aller Großstädte, glaube ich. Ja, das meine ich, das hat nicht nur mit Berlin, aller Großstädte. Ich würde auch nicht gerne in München, obwohl ich muss sagen, in Hamburg habe ich so oft gepfiffen jetzt, 5 Jahre hintereinander, Hamburg, Harburg, immer 6.000 Zuschauer. Aber das ist nur eine Ausnahme. Ansonsten Großstädte nicht, eben in solche Städte, wo sowas nicht passiert. Schau dir die Fußballszene in Berlin an, dann weißt du Bescheid. Ja, nur das kommt noch dazu, also das ist ganz schlimm. Aber wir müssen ja nur mit dem leben. Wir sprechen ja jetzt über den Stellenwert
den Herrn Rosenthal jetzt hat. Und da ist ja vieles Gutes eben gesagt worden, fand ich, dass also der Spielort auch eine wesentliche Rolle mit dazu spielt. Ja. Ich sage mal etwas so mit hinein in die Diskussion. Ich nehme mal an, Siege und Niederlagen spielen wirklich eine untergeordnete Rolle. Ich will nicht sagen gar keine, aber eine untergeordnete. Für die meisten, für drei oder, Leute vielleicht nicht. Oder gab es mal einen Sieg oder eine Niederlage, wo jemand hier am Tisch sagen würde, also das hat mich doch geärgert, dass wir dort verloren haben. Oder das hat mich doch gefreut, dass wir gerade dieses Spiel gewonnen haben. Also generell, glaube ich, ein bisschen Ehrgeiz gehört auch dazu. Beim richtigen großen prominenten Spiel, wie man so sagt, Hans Rosenthal 11 jetzt gegen diese Nationalspieler, Da muss auch ein bisschen Show dabei sein, weil da zieht man so viele Leute hin, die wollen auch ein bisschen was Lustiges sehen. Ja. Dass eben der Hofrat besonders cool am Ball ist oder ein anderer macht da eine Clownerie. Aber generell glaube ich, dass es der Ehrgeiz nicht überpowert werden sollte. Es soll alles in normalen Bahnen bleiben. Wir sind alles Freizeitsportler. Und einige werden in der Mannschaft auch bei uns beschimpft, sie können halt nicht besser und bemühen sich ja wirklich, das Beste zu geben. Und da verstehe ich manche Mannschaftskameraden, die es bei uns leider auch gibt, wie in jeder Mannschaft, die das ein bisschen zu heavy sehen, die einfach da auch diese Leute anpowern wollen, so richtig bundesligamäßig Fußball zu spielen, mit Manndecken und so weiter. Und das ist natürlich manchmal übertrieben. Jeder bemüht sich auf jeden Fall, gut Fußball zu spielen und jeder, der Fußball gespielt hat, der will sowieso auch mit 35, 40, was soll ich beweisen, dass es immer noch kann. Aber gerade muss ich sagen, bei uns erfreulicherweise sind die alten Fußballer sind die lockersten. Das ist das Erstaunlichste. Die anderen, die Mitte plus minus, das sind die Ober-Ehrgeizlinge manchmal, die ein bisschen daneben liegen. Aber ein gewisser Ehrgeiz muss wirklich sein. Wenn der nicht da ist, dann macht es auch wirklich keinen Spaß mehr. Wenn einem egal ist, ob man nun 2-2 spielt, 2-1 gewinnt oder 8-0 verliert, das ist dann auch kein Gag. Aber es muss alles in Grenzen bleiben. Und so ist es in der Regel bei uns, Gott sei Dank, doch. Das meinte ich auch und ich glaube, so habe ich die Spiele auch selbst immer gesehen. Nur meine Frage zielte so ein bisschen dahin, so Manager sind ja so diese Typen, die ärgern sich dann schnell mal eher oder freuen sich auch mal eher. Walter, gab es bei dir mal so einen Erfolg? Nein, wenn sie mal zweimal hintereinander verloren, habe ich gesagt, das ist gut, nächstes Mal spiele ich, damit er mal wieder gewinnt. Ja, weil das Spruch war immer, wir hätten heute glatt gewonnen, wenn wir nicht so blöd verloren hätten. Ja. Ich will jetzt um Gottes Willen noch nicht zusammenfassen, aber vielleicht können wir schon einmal so ein kleines Fazit ziehen. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Einigkeit alle vier gesagt, solch eine Mannschaft muss es geben. Man darf es nur nicht überstrapazieren. Man soll das so dosieren, dass es entsprechend auch angenommen wird. Das ist ja, das wäre so der Tenor. Ja. Dazu wäre meine Frage mal, ich sag mal, Sie machen so im Jahr, was wäre so die Zahl, ich greife mir mal eine raus, ich sag mal 4 Spiele. Gibt es da nicht einen großen Ehrgeiz, denn Sie werden ja mehr wie 11 Spieler haben, davon gehe ich mal aus. Und es gibt ja dann immer so Spiele, wo man sagt, ach, da würde ich eigentlich auch ganz gerne bei sein. Und gibt es da auch so etwas wie in einer, na sagen wir mal, so DFV-Mannschaft, dass man sagt, ey, da möchte ich gerne mitspielen und wer stellt das auf? Das würde ich gerne mal hören und auch für unsere Zuschauer. Bei prominenten Mannschaften solcher Spiele von 2 oder 3 oder 4 im Jahr, da habe ich manchmal 25 Spieler. Ja. Wo Publikum ist, da wollen die plötzlich alle antreten. Das meine ich ja. Und das koordiniert Herr Kirschner, wenn ich das richtig habe. Die wollen dann zeigen, wie sie nicht Fußball spielen können. Und die ganzen Prominenten ordnen sich dort ein. Ja. Zwangsläufig. Ja. Oder gab es da schon mal eine Situation, dass man sagt, naja, also ich wusste gar nicht, wen ich da aufstellen soll. Oder verlangt vielleicht auch das Publikum, wir haben ja vorhin gehört, Hans Rosenthal, Wolfgang Gruner haben wir vorhin gehört. Gibt es da auch in der Aufstellung mit, dass man sagt, okay, das müssen wir berücksichtigen. Ich glaube, Sie kommen ja so wie mehr oder weniger doch alle zum Spielen, weil ja hier doch mehr ausgewechselt werden kann. Nein, ich benachrichtige 13, im Höchstfalle 14 Spieler. So. Wenn es einer beinig war, der kann vielleicht nur eine Halbzeit, dann weiß ich schon, aha, den nimmst du für die zweite Halbzeit. Aber spielen sollen sie denn alle. Bloß mehr wie 14 Spieler hat es keinen Zweck, gibt es Ärger. Aber wenn bei den großen Spielen kommen auch 18, wenn nur 14 benachrichtigt so sind. Ist also es, das ja. Ist genau. Also ich wollte es nämlich einmal von der anderen Seite beleuchten. Auch von daher hat diese Prominentenmannschaft oder wie immer man sie nennt, ihren Stellenwert. Ja. Auf jeden Fall. Denn sonst würden die Leute ja nicht so ehrgeizig sein, da spielen zu wollen, nicht? Ja. Natürlich. Ich sage mal etwas, wie ist das, wenn man in Berlin spielt, kann ich mir das ja alles vorstellen, habe das selbst gesehen. Aber ich glaube, diese Prominentenmannschaft oder jetzt die Hans-Rosenthal-Mannschaft spielt ja nicht nur in Berlin, sondern sie spielt ja auch im ganzen Bundesgebiet, mindestens, vielleicht auch im Ausland, aber ich sage mal erstmal im ganzen Bundesgebiet. Wie wird dort so eine Prominentenmannschaft empfangen? Also da nenne ich als Beispiel, wir waren zur 700-Jahr-Feier in Hameln
Und da haben sie mich angerufen oder ein Schreiben gemacht, nicht wahr? Und ich habe dann meine Bedingungen gestellt, also Hotelunterkunft, nicht wahr? Und dann haben wir von einer Summe gesprochen, ich sage es mal, wir haben von Hermann von der AK 10.000 Mark bekommen. Und da wollte ich die Zimmer bezahlen für die Spieler, durfte ich nicht, das wurde für einen guten Zweck genommen. Das war zum Beispiel ein Spiel. Dann haben wir mit München gespielt. Da also haben das auch Geld ist dann voll einem guten Zweck. Ist für einen guten Zweck. Ich habe dann schon überlegt, ob ich meinen Anteil schon habe. Bitte weiter ruhig mal. Also. Mach's. Ja. Gib ein paar Beispiele. Naja, Gott, was war noch? Wir haben also insgesamt, wenn ich das so sagen soll, es sind ja 29. Jahr, rund 350.000 Mark. Für wohltätige Zwecke, Schulsport, spastisch gelähmte Kinder und. Das haben wir eingespielt. Das ist natürlich eine lange Zeit, 28 Jahre, diesen Betrag. Aber ich würde sagen, da war ja auch zum Beispiel mal irgendwie eine türkische Familie, die hatte irgendwie Schwierigkeiten. Da habe ich den Hans Rosen angerufen, ich sage, du pass mal auf, können wir da nicht so und so. Der kam sofort und dann haben wir irgendwie noch eingeladen und die waren so begeistert, dass es auch irgendwie andere Leute gibt, die sich um türkische Sachen gekümmert haben. Die waren uns sehr dankbar. Die Überleitung zu Reisen habe ich auch deshalb gewählt, weil ich mal wissen wollte, es gibt auch sicherlich Anekdoten, die man da erzählen kann, was da so passiert ist. Da wollte ich eigentlich mal so von Wolfgang Gunnar mal so etwas hören. Ja, wir haben sind ja nicht bei allen Sachen bei gewesen, weil wir täglich spielen, aber so übers Wochenende konnte man denn schon mal kommen. Ja, wir haben zum Beispiel, das ist eine schöne Sache, die ich immer erzähle, abgesehen von der Elf, die wir haben, haben wir ja zum Beispiel Walter und ich, wir haben ja den doppelten Schiedsrichter erfunden. Das ist also eine schöne Sache gewesen, und zwar in Lüneburg. Weil wir gesagt haben, wir müssen so viel pfeifen, wir machen das so, wir haben keine Linienrichter, die man ja nie hat, als Schiedsrichter nie Linienrichter. Wir machen zwei. Ich weiß nur, das war kurz vor der Weltmeisterschaft, mit Helmut Schön, der damals noch Bundestrainer war, hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das wäre völlig Blödsinn, aber es ist sehr gut. Und es war aber auch viel Spaß, wie gesagt, für die Leute, weil ich Martin Jente das machte, der ja selber ein großer Schiedsrichter war, und wir haben jeder die Hälfte gehabt und haben dann den Witz gemacht, wenn einer bei der anderen Hälfte pfeift, dann kriegt er die gelbe Karte, beim zweiten Mal die rote Karte, das war sehr irgendwie die Schiedsrichter. Und dann, ich muss nur sagen, wir konnten da relativ gut pfeifen, weil jeder immer auf Ballhöhe war. Man hatte ja nur den Raum zwischen Strafraum und Anstoßkreis, und das war sehr prima, und ich habe das auch vorgeschlagen, und ich bin auch heute noch der Meinung, immer was Zukunftsweisende zu sagen, es kommt eines Tages, wir haben ja immer Spiele. Warum muss ich nicht letzte Woche gucken? Wir haben immer Ärger. Ob der Pauli heißt oder St. Pauli, die sind immer, hat man Ärger. Und es wird, da steht sich ja gar nicht, ich pfeife ja selber Spiele und wenn man es nur als Hobby macht. Es ist schwierig. Es ist mit Zweien besser, denn die Linienrichter sollen ja eigentlich die zweiten Schiedsrichter sein. Das haben wir ja jetzt schon, die entscheiden ja schon faul. Durften wir früher ja nicht. Mein Vater war auch Schiedsrichter, das gab es ja nicht. Und da war so viel Karten gelbe, die kommen ja zwischen den Grünen ja nicht mehr klar. Wir werden dazu kommen, wir kriegen zwei Schiedsrichter. Ich werde es nicht mehr erleben. Wir kriegen zwei Schiedsrichter. Ist doch gar nicht so ab, warum. Wir haben es beim Eishockey, wir haben es beim Hallenhandball. Und wir werden einen Oberschiedsrichter kriegen, der sowieso auch vom DFB immer oben sitzt und der nur im entscheidenden Fall hinterher, da kann ich von oben pfeifen und sagen, geht nicht. Und sagen, das war eine falsche Entscheidung, da brauchen wir ja kein Fernsehen und Rücklauf und nochmal Wiederholung. Und die werden das in den Griff kriegen. Ich glaube, dass wir Torrichter kriegen werden, noch die früheren Linienrichter und zwei Schiedsrichter. Aber das nur mal, das haben wir da gemacht. Und jetzt kommen wir zu einer Episode. Auch ein Schiedsrichter, die ist in Osnabrück, war beim Auswärts, da hat er weiter gesagt, du pfeifst. Ich sage, natürlich, erstmal, ich sehe das Wetter schon draußen. Es wird regnen, es regnet auch. Es regnet auch. Und dann sagt er, wollen wir uns nicht warm an? Ich sage, kann man nicht warm anziehen, wenn es regnet und so weiter. Na, jedenfalls hat es, ich möchte davor sagen, vom ersten Anpfiff bis zum Schlusspfiff geregnet. Vorher kein Tropfen, hinterher auch kein Tropfen. Wenn ich dazu sage, nur nach Hause kam Walter Kirchner und sagte, du bist ja klitschnass, ich war, zieh doch den Trainingsanzug über. Dann sage ich, möchte ich noch 10 Pfund mehr tragen, weil das ja alles durchsagt. Ich kann nur sagen, als Schluss, das war sehr schön, wir hatten ein neues Vereinsheim. Osnabrück, wie heißt es? Pferde? Pferde. Und ein neues Vereinsheim, und ich bin mit Fußballschuhen und Schiedsrichterkluft unter die heiße Dusche gegangen, weil also wie alles nass war. Und es war das schönste warme Bad, was ich je hatte, muss ich sagen. Das aus Osnabrück, um eine Pause zu erzählen. Aber ich musste dazu sagen, nicht mal, dass ich die Halbzeit einen Regenschirm angeboten habe. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe gesagt, eins kann ich nur halten, den Schirm oder die Pfeife. Das war.
Da muss ich noch eine kleine Anekdote. Wir spielten damals, da spielte die B-Jugend, ich weiß jetzt den Namen nicht, Tüfiki, der Türke, bei der B-Jugend in Südost. Ja, Tüfiki. Und da passiert Folgendes, nicht wahr? Also wir spielten mit unserer Mannschaft gegen Südost. Und da hat der Wolfgang dann fachmännisch einen Ball gestoppt, Moment gerufen, nicht wahr, und hat einen kleinen jungen Autogramm gegeben. Dann ging alles weiter. Ja, das kommt auch noch dazu, dass von den Prominenten von Bernhard und Fest, wie wer immer gerade mitspielt, ist natürlich, wenn wir sagten, wir sind 16, 18 Leute. Bei solchen Spielen, wo viele Leute kommen, sind sie manchmal glücklich. Waren sie auch beim Hans oder bei mir, dass wir nur 10 Minuten spielten, weil wir ja eine halbe Stunde auf die Gramme gehen mussten. Das ist ja auch der Sinn dieses Wohltätigkeitswerk. Da haben denn, und da war ich immer glücklich, wenn ich gesagt, der gibt Autogramme, dann kannst du auch hier an der Linie, wunderbar Autogramme, am 5er Autogramme konnten die anderen Vierer, die mit waren, wenigstens nie umsonst, die haben auch gespielt. Und das ist das Schöne. Gemeinschaft, alle zusammen. Prima. Herr Brink, Sie sagten, Sie sind noch nicht so lange dabei, aber eine Anekdote werden Sie mit Sicherheit dazu steuern können. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ja, also die meisten Anekdoten, die ich erlebt habe, ist in den Spielen, ich war ja wie gesagt nicht so oft dabei, dass meine Mitspieler und ich das Tor nie getroffen haben. Ne? Nee, aber eine richtige Anekdote, jetzt eine richtig schöne Geschichte, so wie die beiden wahrscheinlich aus dem Leben erzählen können. Gerd ja ein bisschen auch, nehme ich an, habe ich ja nicht erlebt. Ich war auch bei den Reisen noch nie dabei. Also ich will mich bemühen, demnächst da mitzukommen, damit ich das mal alles erlebe. Doppelten Schiedsrichter und sowas, was du da alles Reisen sind eben so schön, man weiß nie, kommt es zum Spielanfang oder zum Schluss oder eine Halbzeit oder muss in einer Halbzeit schon weg und so. Und nicht, das ist das Schöne dabei. Ja. Doch, aber eine muss ich noch erzählen, auch wenn er sie irgendwie Bitte. Rausnimmt. Alter, was kommt jetzt? Ich bin mit der ersten Mannschaft von Tennis Borussia im Trainingslager Wolfsburg und ich fahre Freitag früh extra nach Hause, weil wir am Sonntag in Frohnau ein Spiel hatten. Ach ja, das ist schön. Wir kommen in Frohnau an. Keiner da. Mein Gott, da jeder, was ist denn nur los? Ich rufe meine Frau an, die soll mir mal den Brief nehmen, die Telefonnummer, und gibt mir die Telefonnummer. Ich rufe Frohnau an und meldet sich eine Dame. Ich sage, sagen Sie mal, wo ist denn Ihr Mann? Wir stehen hier mit der Mannschaft und können nicht spielen. Er sagte, mein Mann ist nicht da. Ich sage, sagen Sie Ihr Mann, schönen Gruß, wir fahren nach Hause. Eine Stunde später klingelt das Telefon. Da sagt der Herr Kirchner, ja, haben Sie denn den Brief richtig gelesen? Ich sage, natürlich, warum soll ich richtig lesen? Das war ein Jahr später. Ja, da konnte ich was hören. Mit einem Wort, Walter ist seiner Zeit voraus. Unser perfektes Management. Ja. Herr Rosenthal, von Ihnen hätte ich gerne eigentlich zwei gehört. Einmal von Ihnen persönlich eine, aber vielleicht können Sie uns auch eine erzählen, die Ihren Namen Vater hat. Er will uns fertig machen mit einer Anekdote. Oh Mann. Von mir persönlich fällt mir überhaupt keine Anekdote ein. Ja, von mir ein, was? Nee, du erzählst eine. Nee, von meinem Vater weiß ich, hat er mir mal erzählt, aus der Anfangszeit, wo sie Reisen gemacht haben, war es so, dass er häufiger verwechselt wurde mit Peter Frankenfeld und Peter Frankenfeld auch mit ihm. Und er wurde dann angesprochen als Herr Frankenfeld, können Sie mir mal ein Autogramm geben? Dann hat er sich, als er sich mal mit Frankenfeld getroffen hat, haben die beiden abgemacht, also wenn jetzt jemand kommt und sagt also zu Rosenthal Frankenfeld, er darf unterschreiben mit Frankenfeld. Ja, die haben also, wenn jetzt jemand zu meinem Vater kam und sagte, guten Tag, Herr Frankenfeld, kann ich ein Autogramm haben, hat er mit Frankenfeld unterschrieben und Frankenfeld hat er mit Rosenthal unterschrieben. Und ich auch, ja. Das Problem mit der Verwechslung habe ich jetzt auch ständig mit Roberto Blanco. Ja, der Hans Rosenthal war ja ein Mann, der wusste, wovon er spricht. Er wusste, warum er diesen Fußball spielt. Denn er war ja auch einmal Präsident von Tennis Borussia. Ich glaube, das wissen viele, aber viele auch nicht. Gibt es davon etwas zu berichten, was Sie dazu tun könnten, wo Sie sagen, denn solch einen renommierten Verein wie Tennis Borussia zu führen, ist ja zwar sehr schwer, aber ich glaube auch irgendwie hat ja auch einen Stellenwert, der etwas ganz anderes ist, als wie sein Beruf. Ja, also aus der Anfangszeit kann ich da nicht allzu viel berichten, weil ich dann noch im Kinderwagen zu Tennis Borussia gefahren wurde. Er hat es, glaube ich, übernommen, da war ich 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt etwa. Und von der späteren Zeit her die üblichen Probleme, die jeder Vorsitzende hat. Hier ist ja auch der Vorsitzende von Tennis Borussia, Norbert Eggert. Herzlich begrüßt. Einer von den 12, oder was? Die bekannt sind. Dass man also sich um die Spieler kümmern muss, die Wohnung besorgen muss. Mir fällt da eine Sache noch ein, wo er sich also ganz besonders eingesetzt hatte für einen Spieler, um ihm eine Wohnung zu besorgen. Und hat also endlich eine gefunden, hat sie angeboten, hörte einen Tag später, also die gefällt überhaupt nicht. Die nächste besorgt, dauerte wieder ewig. Ist ja nicht so einfach, Wohnung zu kriegen. Jeder, der eine Wohnung sucht, wird es wissen.
gefiel wieder nicht, die dritte auch nicht. Dann hat er sich die Spieler-Ehefrau mal bestellt und hat gefragt, was gefällt denn nicht an den Wohnungen? Hat sie gesagt, also ich wohne jetzt im Moment bei meiner Mutter und ich möchte eigentlich da auch nicht wegziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken, die Stimmung hier ist großartig. Und deshalb möchte ich einmal die Gelegenheit benutzen, diese Jugendfarm Lübars noch etwas besser vorzustellen. Die Jugendförderung Reinickendorf wird hier ein Frühlingsfest am Sonntag, den 8. Mai 1988, durchführen. Jung und alt, klein und groß kann hier kommen. Das Ganze läuft so ein bisschen unter Planten und Blumen, steht von 17 bis 17 Uhr hier. Und Live-Musik, Kindertheater, Kutschfahrten sollten doch einige Berliner bewegen, hierher zu kommen. Ich glaube, alle, die jetzt hier im Raum sind, können einfach bestätigen, es ist wunderschön hier draußen. Herr Vogel wird dann ein guter Gastgeber sein, so wie es bei uns heute auch ist. Aber wir sind ja zurzeit bei der Frage, ob die Hans-Rosenthal-Elf 1988 noch den Stellenwert hat. Und dazu möchte ich jetzt eigentlich jetzt jedem Einzelnen mal so die Frage direkt stellen. Er soll mal etwas dazu insgesamt noch einmal sagen über den Stellenwert. Wir haben ja alles beleuchtet von allen Seiten. Aber jetzt einmal eine Grundsatzfrage oder Antwort dazu von Wolfgang Gruner. Ja, also wir sagten gerade ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr. Ich glaube, dass wir noch nicht den großen Überblick haben, ob es schon diesen ganz, der Stellenwert ist da, ob es diesen ganz großen Erfolg hat. Ich glaube, wir müssen noch uns ein bisschen ransetzen und das nächste Jahr abwarten. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade im vergangenen Jahr, als sie gegründet wurde, die 750-Jahr-Feier war, wo Kisch, Puh und Wumm und Wallerer da war, da konnte man sich nicht groß herausstellen. Nicht? Wir haben dieses Jahr die Kulturstadt Europas. Da ist auch noch sehr viel, weil ich glaube, wir müssen ein neutrales, ein normales Jahr, also warten wir mal 89 ab, wie dann, wo das ganz normal läuft, die Festspiele, die Theaterwochen, alles, wie da die Sachen doch mehr herausstechen. Ich glaube ja. Ist ja auch eine Sache der Gewöhnung. Der Gewöhnung, und es wird der Name Rosenthal-Elf noch mehr in Fahrt. Es wird dann gar nicht mehr, wahrscheinlich, wenn die Rosenthal-Elf da ist, gar nicht mehr danach gefragt werden. Also ich will nicht sagen, ob sie Fußball spielen oder Handball, aber auf der Achter sagt man weiß Bescheid. Also traurig finde ich manchmal, da haben wir darüber gesprochen, über das Turnier, was da neulich Hans-Rosenthal-Gedächtnisturnier war. Wo war das nochmal, in welcher Halle? Semmering-Halle. Da muss ich sagen, das haben eben für uns außerhalb der Mannschaft fremde Leute haben das organisiert. Und das war ein bisschen traurig organisiert, muss ich ehrlich sagen. Das ist eines Hans-Rosenthal unwürdig, dass da wirklich sehr schlecht beworben wurde, das Ganze, und sehr so nebensächlich behandelt wurde. Das finde ich traurig. Und ich glaube, dass sich solche Sachen ändern in Zukunft. Aber grundsätzlich sagen Sie, alles so in Ordnung? Auf jeden Fall, mit dem Manager. Ich würde sagen, nicht mal, dass wir nur 3 oder 4 Spiele im Jahr machen und dann richtig. Und dann, wie Wolfgang schon sagte, in Lübars, auf dem Dorf irgendwo, wo da 1, 2 Prominente bei sind, wo das denn Spaß macht und hinterher noch alle ein bisschen da bleiben, das finde ich richtig. Nur nicht jede Woche spielen und dann heißt es, die Hans Rosenthal spielt gegen Schulze, Meier, Lehmann, das hat keinen Zweck. Und da kommt der Punkt wieder weiter, was ich sage, nicht Plätze, du sagst, auf dem Dorf, das ist ja richtig, und nicht Plätze benutzen, wo die Leute sagen, mein Gott, hoffentlich gehen die bald runter vom Platz. Jetzt will die erste Mannschaft von Pike 05 spielen. Das ist nicht gut. Man soll sich auf diesen Tag auch freuen, sagen, da kommen die und die. Da sagen wir da ruhig, ein kleines Volksfest soll es immer sein. Die kleinen People sollen sich Autogramme holen. Und die Russen sagen, kick mal, da ist der Universitätsprofessor. Und so, das soll bleiben. Dann ist es doch. Und nun Sie, Herr Rosenthal. Ja, ich kann nur noch mal einhaken, dass jetzt quasi wirklich am 30. April das erste große Turnier stattfindet, wo wir auch richtig dran teilnehmen, was ein großes Rahmenprogramm auch hat, wo also von Polizeisport Motorradgruppe dort ist. Und es werden Nebenveranstaltungen dort noch stattfinden. Das ist organisiert von der AOK Betriebssportgruppe. Und ich muss sagen, diese Organisation ist hervorragend. Das ist wirklich ganz fantastisch. Da kann ich nur noch von lernen, hat er recht, was er gerade sagt. Und ich glaube, dass dort wirklich eine Sache läuft, die auch für die Hans-Rosenthal-Elf unheimlich wichtig ist. Ja. Walter Kirschner, ich würde Sie noch mal fragen, die Mitglieder Ihrer geleiteten Mannschaft sind alles Berliner? Oder haben Sie auch? Nein, wir haben auch Westdeutsche drin, aber das waren ehemalige Berliner. Zum Beispiel vom westfälischen Verband, den Klaus Rossack, der die Sportschule Kaiserau leitet. Ja. Dann ehemalige Bundesligaspieler Peter Vogel in Karst. Dann haben wir in München den ehemaligen deutschen Meister, Tennismeister Frank Gebert, der in München ist.
Wen haben wir noch? Na, das sind also 4, 5 Leute, die noch im Westen aber Mitglied sind und Beitrag zahlen. Mhm. Und wenn sie nach Berlin kommen, spielen sie auch. Und dann spielen sie auch durch, werden nicht ausgewechselt. Aha. Ja, bitte. Ja, das war's. Das war's. Ein Zettel ist mir auf den Tisch gelegt worden. Ernst Reuter, Stadion ist falsch, keine Parkplätze. Der den Zettel hierher gelegt hat, ist der Leiter dieser Sendung, Herr Schulz. Vielleicht möchte er selbst etwas dazu sagen. Ich kann dazu was sagen. Bitte. Ich kann dazu was sagen, und zwar, weil ich bei der AOK, bei Herrn Schuckert, der dies ganz alles hier organisiert hat, ich war bei der Pressekonferenz am 15. Interconti dabei, und zwar Parkscheine werden ausgegeben. Es beginnt um 1 Uhr, fährt ein Autokorso vom Interconti über den Kurfürstendamm, Hubertusallee, Kleeallee bis zur Argentinischen Allee, bis dorthin. Und dort sind Parkplätze reserviert. Ich bekomme leider nur 2 Parkscheine, weil 2 Spieler dabei sind, die dort hinkommen. Man kann Walter Grüchner jetzt also anschreiben. Ja. Weil dort nämlich 14 Mannschaften aus Wien, Österreich und aus ganz Deutschland dort Spiele stattfinden, auf 4 Plätze zu gleicher Zeit. Es beginnt um 8 Uhr frühmorgens und es endet ungefähr um 14.15 Uhr läuft das Endspiel. Und wir treffen dort ein gegen 13:30 mit dem Autokorso, mit Kapellen drum und dran. Dort spielen 2 oder 3 Kapellen spielen dort, denn die Polizei mit Polizeieskorte begleitet uns im Kilometertempo von 30 Kilometer. Das ist das, was ich weiß, und diese Parkscheine sind natürlich begrenzt, weil eben schon so viele Leute da sind. Hast du denn meinen dabei jetzt gerade? Ja, also ich... Gut, aber wollen wir noch einmal zurückkommen? Wir kommen nachher noch mal drauf auf diese Veranstaltung, die dann stattfindet. Wollen wir noch einmal zurückkommen auf diese Tennis Borussia Prominentenmannschaft bzw. Hans Rosenthal 11. Das muss man aber ganz deutlich trennen. Die Hans Rosenthal 11 ist nicht der Nachfolger der Prominentenmannschaft, sondern die Prominentenmannschaft wurde aufgelöst und es wurde eine neue Mannschaft gegründet, die Hans Rosenthal 11 heißt. Es ist nicht die Nachfolgemannschaft direkt. Das ist keine direkte Nachfolge. Nachfolge. Am Anfang klang das ja so ein bisschen darüber, ja, dass das so. Wir haben das vor allem, wir mussten ja nur neu anfangen. Ja. Und da haben wir alles, Aufnahmeformular habe ich allen ehemaligen Mitgliedern geschickt. Und wir sind jetzt 52 Mitglieder und von den 52 Mitgliedern sind natürlich 3, 4, 5 Leute nicht mehr, die sind nicht mehr eingetreten, aus privaten Gründen, weiß ich nicht, weil was gegen Hans Rosenthal, um Gottes Willen, das nicht, sondern weil irgendwie private Sachen da sind. Aber das ist die Mannschaft jetzt, die wir augenblicklich haben. Gut, aber beziehen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz auf etwas Besonderes, was am 14. Mai 1966 passiert ist. Da hatte die damalige Tennis Borussia Prominentenmannschaft ihr 15-jähriges Jubiläum. 12 Nationen nahmen an dem Fußballturnier teil. Dazu gibt es doch sicher auch noch einiges zu sagen und ich glaube, alle waren schon dabei. Ja, also das war für mich, was jetzt kommt, das Größte, aber das war das Größte damals, dass die amerikanische Olympia-Auswahl spielte gegen Tennis Borussia und Hertha BSC kombiniert. Hertha BSC spielte vor 3.500 Zuschauern in Tegel. Jupp Elze boxte in der Deutschlandhalle und Abus-Rennen. Das heißt also, wir haben ein finanziell ungefähr 1.800 Mark irgendwie nur eingenommen. Aber ich muss sagen, da ich von Programmheften keine Ahnung hatte, habe ich 10.000 Stück machen lassen, wurde nur 1.500 los und der Rechnungshof hat gesagt, die müsst ihr alleine bezahlen. Das war das. Dann sind wir mit 6 Bussen vom Senat an die Grenze gefahren und das war für mich einmalig, dass wir 12 Nationen, die Amerikaner durften nicht, laut Kontrollgesetz oder Alliiertengesetz da, haben wir Grenze niedergelegt an der Mauer. Und das war für mich das Größte, dass 12 bzw. 13 Nationen mit den Deutschen an der Mauer Grenze gelegt haben. Das war für mich einmalig. Also wenn ich nach diesen Worten ein Fazit ziehen dürfte, dann würde es so lauten, dass auch auf diesem Gebiet nicht nur in Wohltätigkeit, was wir gehört haben, sondern auch in Dingen Völkerverständigung und mehr, tut so eine Mannschaft Besonderes. Ich meine... Und da muss ich gleich was, das ist ganz wichtig, da kommen wir vorher. Und was die Berliner Fußballfreunde am meisten, wir waren die Ersten, die den ersten FC Berlin wollten. Das muss ich dazu sagen, das war die Prominentenelf damals so geheißen. Ich habe mich damals noch beworben drum und habe gesagt, ich werde mir den Kopf zerbrechen, weil es ja schon ganz wichtig war, ob die Vereine zusammengehen oder nicht. Wir wussten ja nicht mal, wie die Fahne aussehen soll. Sie wissen ja, beim Verein ist das Wichtigste die Fahne.
Und wir haben uns unser Lila schon aus dem Herz gerissen. Und ich habe gesagt, wir machen sie Trikolore nur umgekehrt. Weiße Streif, Blau-Weiß, Rot. Wir haben Blau-Weiß mit Hertha und Tasmania und Blau-Weiß. Und die ganzen Vereine haben fast Blau-Weiß. Da haben wir Rot-Weiß mit Spandau. Und Rot-Weiß ist auch die Berlin-Fahne. Wir nehmen sie so zusammen. Die Fahne hatten wir gemacht. Wir haben eine Riesenfahne bei diesem Endspiel gehabt. Und haben auch Geld gesammelt. Ich weiß heute noch die Summe, 25.000 Mark. Das war, wie gesagt, 1966. Hier bei den Stadien. Wenn heutzutage einer kommt und sagt, wissen Sie was, warum gründen Sie eigentlich nicht einen FC Berlin, dann können wir lachen. Das ist ein Vierteljahrhundert, so alt wären manche Leute ja nicht. Nein, das war den Stadionterrassen, ich war, wo Wolfgang Gruner eben mit der FC Berlin-Fahne kam, 1966, waren 800 Personen. Hänschen Rosenthal hat noch da irgendwie gesprochen und alles wunderbar gemacht, aber da muss ich sagen, ich war, dass der FC Berlin, ich bin ja heute noch Mitglied im FC Berlin und treffe mich da, ich zahle ja auch Beitrag. Ich bin für Berlin, weil ich will hier eine Bundesliga-Mannschaft haben. Wenn wir aber in keiner anderen Stadt haben wir 125, 130 VBB-Vereine, über 250 Betriebssportmannschaften, wo sollen denn die Leute das Geld hernehmen? Wenn jetzt aber der FC Berlin, ich nenne nochmal, Hertha hatte 5,8 Millionen Schulden, kam nicht in Frage, Tennis Borussia wollte nicht. Im Februar haben sie gemerkt, sie schaffen es nicht, wollten, steigen ab, geht nicht mehr und jetzt kommt Blau-Weiß. Blau-Weiß wollte, steigen plötzlich in die erste Bundesliga auf und wollte nicht mehr. Aber Geld wollen sie haben und ich habe jetzt nichts gegen Blau-Weiß, sondern ich möchte nur, dass der FC Berlin, die wollen das Geld kontrolliert haben, weiter nichts. Und dann geben sie auch, da gibt die Spielbank, der Senat, die Wirtschaft, die geben Geld und die würden das laufen geben. Aber wenn heute ein Sponsor, nicht wahr, die Leute das nicht schaffen, toi, 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 ich wünsche es nicht, aber wenn Hertha nicht aufsteigt, was passiert denn dann? Oder Blau-Weiß, was passiert denn dann? Dann geben die Geldgeber kein Geld mehr. Aber West-Berlin würde weitergeben. Dann springt die Rosenthal-Elfe ein. So ist es. Ich meine das als Mannschaft gesehen. Ich wollte den Herrn Kirchner nicht unterbrechen, obwohl es unser Thema nicht getroffen hat. Aber es ist ein Stück Berlin und das war sicherlich interessant, wie Herr Kirchner die Situation beurteilt und wie er sie zum Ausdruck brachte. Ich würde sonst sagen, wenn noch jemand zum FC Berlin meint, dass er etwas an dem Beifall, habe ich ja gemerkt, dass ein Thema ist, was auch hier im Hause angenommen wurde. Wenn man ganz kurz es streifen sollte, dann steht ihm wohl jetzt nichts im Wege. Also wie ich die Funktionäre zum Beispiel in Berlin kennengelernt habe und kenne, wird es ein FC Berlin in absehbarer Zeit nicht geben. Nicht nur in Berlin, muss ich zur Ehre der Vereinsvorsitzenden sagen, nicht nur in Berlin. Nicht nur in Berlin, in anderen Städten auch nicht. Der erste FC Köln ist gegründet worden, noch gerade mit dem Rinnrutschen, kurz bevor die Oberligen und Regionalligen, also glaube ich 1950 oder so. Das ist heute nicht mehr möglich. Ja. Gut, dann wollen wir das so stehen lassen, ohne wir können das alle nicht überprüfen weiter. Jeder hat seine Meinung so einmal dazu geäußert. Dann wollen wir das so stehen lassen. Dann möchte ich aber doch nochmal zurückkommen zu dem Stellenwert der Hans-Rosenthal-Elf. Und da interessiert mich natürlich am meisten, Herr Rosenthal, wie diskutiert man dieses bei Ihnen in der Familie? Das würde ich noch einmal gerne wissen. Ich glaube, dass diese Mannschaft diesen würdigen Namen wirklich hochhält. Und für lange Zeit, wenn es wird gar nicht nötig sein, der Name Hans Rosenthal birgt dafür sowieso und der Mann, der dieses alles mal geleistet hat. Aber ich glaube, es ist auch ein gutes Zusammenwirken, wenn solch eine Mannschaft mit dem Namen versehen ist. Sonst hätten Sie ja wahrscheinlich auch nicht so die Zustimmung gegeben. Aber aus dem Familienkreis aus würde ich schon gerne mal etwas dazu hören. Ja, wir haben in der Familie am Anfang darüber gesprochen, das ist ganz klar, ob wir das machen wollen oder nicht. Aber das war gar keine lange Diskussion, das waren quasi 5 Minuten. Dass wir gesagt haben, selbstverständlich, das sind die Leute, mit denen mein Vater immer zusammen gespielt hat. Und wenn die das möchten, sich nach ihm benennen, dann ist das kein Problem. Insofern gibt es da auch heute keine Diskussion weiter drüber, sondern das war quasi die Anfrage kam von Walter und von den anderen. Und in dem Moment war das quasi dann auch schon gelaufen, ja. Wir haben von allen Zustimmung gehört zu diesem Thema. Und ich glaube, damit ist bewiesen, dass der Stellenwert heute noch für solch eine Mannschaft und die Hans-Rosenthal-Elf sehr, sehr hoch ist. Und dann interessiert mich natürlich vielleicht wieder an Walter Kirchner, aber auch jeder andere natürlich. Und da, wir hatten das schon ein bisschen im Vorfeld diskutiert. Aber dennoch will ich es mal konkreter noch hören, da sind ja andere Dinge noch im Werden. Was sind nun die Ziele der nächsten Zukunft? Ja. Also einmal haben wir das gesehen hier mit dem Plakat, wenn wir das vielleicht mal einblenden können, die Wohltätigkeitsveranstaltung AOK, Hans-Rosenthal-Gedächtnispokal. Aber es sind ja noch andere Dinge, wenn ich darüber... Aber vielleicht sollten wir doch noch einen Moment dabei bleiben. Ja. Die Gelder, die dort eingespielt werden, gehen zugunsten der Hans-Rosenthal-Stiftung. Das muss man einmal sagen, diese Stiftung setzt den
die Dalli Dalli hilft Aktion fort. Also am Ende jeder Sendung von meinem Vater bei Dalli Dalli war es ja so, dass ein oder zwei Familien unterstützt wurden. Und die Hans-Rosenthal-Stiftung greift das wieder auf und macht damit weiter. Das werden also die Familien weiter unterstützt, möglichst schnell, unbürokratisch. Und es gibt in Deutschland, ich mache ja da aktiv mit, wirklich sehr viele Familien, die unterstützt werden müssen. Es ist wirklich eine gute Sache. Und diese Gelder, die dort eingehen, die kommen der Hans-Rosenthal-Stiftung zugute. Und zwar auch von den Lebensmitteln her, also die Lebensmittel, die dort verkauft werden, sind gespendet vom Hotel Interconti. Und der gesamte Umsatz geht auch wiederum der Hans-Rosenthal-Stiftung zugute. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Aber das ist eine Situation, ich will davon also nicht wegkommen, und Sie sehen dort Namen, die also wirklich etwas aussagen, und jeder sollte eigentlich aufgerufen sein, dabei zu sein, und ich glaube, das braucht man hier gar nicht sozusagen, da werden viele Leute dabei sein, die sich solch einen Leckerbissen und der dann noch einen guten Zweck hat, nicht entgehen lassen. Ich weiß aber noch von mehr, Walter Kirchner, und zwar von dem Transplantationszentrum Berlin. Da ist ja auch etwas im Werden, und dazu werden Sie ja jetzt auch noch etwas sagen. Ja, ich kriege den Tag einen Brief von diesem Zentrum, also der Klinik in Steglitz, dass Tag der Organspende, den Tag, wie ich in der Sitzung das vorlese, haben sie alle gelacht, jetzt sollen die auch noch spenden Organe. Dann habe ich das aber erstmal richtig erklärt, den Brief vorgelesen. Ich war, und das ist ja irgendwie eine wichtige Sache. Dann habe ich mich getroffen mit diesem Herrn Professor da, den Chefarzt, und mit der Frau Müller, die mir den Brief geschrieben hat. Und dort habe ich den Namen angegeben, wie Senator Fink, Senator Turner, Herr Diebken, unseren Bürgermeister, und auch Leute von uns wie Bernhard Brink, Wolfgang Gruner. Und die haben bis auf Diebken, der nicht in Berlin ist, am 5.6. im LSU-Stadion neben dem Klinikum alle zugesagt. Da spielt auch einer, der ist 17 oder 18 Jahre mit einem künstlichen Herz, der soll 10 Minuten spielen. Das ist alles soweit. Also ich finde das eine ganz tolle Sache, und ich glaube, das wird auch ein Erfolg werden. Der Spielbeginn, wenn ich Ihnen noch nachsagen darf, ist um 11 Uhr im Stadion Lichterfelde. Und ich bin ganz sicher, dass auch hier viele Leute dorthin gehen werden. Denn auch hier zeigt sich ja wieder, hier trifft sich der Sport, die Freizeit mit einem guten Zweck. Und das ist eigentlich das, was ich herausgehört habe von allen hier. Und dass Sie heute hier sitzen, das ist ja auch ein guter Zweck, dass Sie diese Dinge so vertreten. Das ist Ihre Zeit. Sie sind freiwillig dabei gewesen, sind dabei. Und das ist, ich kann das beurteilen, nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern das ist ganz besonders zu danken. Wolfgang Gruner hat seinen freien Tag heute, den er sonst so selten hat. Ich sprach vorher davon, dass er ja sonst im Fernsehen viele Auftritte hat. Aber Wolfgang Gruner ist eben bei dieser Hans-Rosenthal-Elf, aber er ist auch bei seinem Club. Vielleicht möchte er dazu noch etwas sagen. Gestern ein 1:0-Sieg, habe ich gehört. Ja. Und, das Schönste war, die zweite Mannschaft hat heute 0:0 gespielt, nachdem sie mal 14 Dinger gekriegt haben, habe ich gesagt, endlich mal kein Gegentor. Das ist doch schon das. Es geht aufwärts, könnte man sagen, aber man soll es im Berliner Fußball, man ist ja so traurig, weil es leider keiner von unseren Vereinen geschafft hat, weil es wird es nicht schaffen, ich sage es nochmal. Nee. Und es ist leider so traurig, dass Hertha so schlecht spielt, dass man ohne es zu wollen vielleicht noch auf den letzten Tagen Meister wird. Und das will ja keiner. Ich meine, außer Vranjenova, Füchse, die es wollten. Und das ist schade. Ich muss ehrlich sagen, jetzt sollte es eigentlich der Jürgen Sundermann nicht so weit treiben, weil er immer gesagt hat, wir brauchen diese Zeit, denn wir müssen zur richtigen Zeit in Hochform sein. Hoffentlich ist er da nicht in Tiefform, denn ich meine, man muss auch der Mannschaft sagen, von Hertha BSC, sie müssen ein paar schöne Erfolge noch haben, damit sie mit vollem sehen, denn die Berliner stehen sowieso dahinter und werden versuchen, den Club reinzubringen, aber sie sollen dann auch in Form sein. Und ich finde, dazu gehört Ihnen jetzt, weil ich Ihnen wirklich mal sage, ein paar Siege in den letzten Monaten. Wunderbar. Bernhard Brink, Sie haben vorher gesagt, ich war bei keiner Reise der prominenten Mannschaft hier noch nicht dabei, aber das wird sich jetzt in Zukunft mit Sicherheit einmal irgendwann ändern. Ja, bei mir ist halt extrem, dass die Gala-Auftritte, die wir da immer machen, Galas nennen wir das, Auftritte Freitags, Samstags liegen. Und es ist immer schwierig, dann dazu zu stoßen, um da zeitlich da zu sein. Das ist meine, auf die eine Seite ist die, man muss von irgendwas leben, die andere Seite ist natürlich dieses Hobby und dieser sehr gute Zweck. Und das Problem ist, diese Termine zu koordinieren manchmal. Aber ich bemühe mich natürlich, weil es Spaß macht. Ich spiele unheimlich gern Fußball, bin gern dabei. Wunderbar. Der Manager der Hans-Rosenthal-Elf, der wird weiter mit Tatkraft jetzt auch nach diesem Gespräch oder besonders nach diesem Gespräch vieles für diese Mannschaft machen.
Wir fordern ja Werder Bremen aus, wenn sie Meister sind, ne? Da sind sie schwach für uns. Aber wir haben hier die nächste Reise auch im August. Ich glaube, am 13., 14. August ist die Einlösung von Beckenbauer mit der Nationalmannschaft oder ehemaligen gegen eine Berliner Auswahl. Und wir wollten dann am 21., weil ich da ein paar Prominente habe, wahrscheinlich Bernhard Brink mit Jack White und Wolfgang Grune, habe ich nur dran gedacht, wenn wir Sonntag spielen, weil Sonntag ja nicht auf der Bühne steht, in Cuxhaven. Da bin ich von dem Bürgermeister von Cuxhaven eingeladen. Und ich habe noch nicht angerufen, der wartet wahrscheinlich Bescheid, weil ich natürlich auch ein paar Prominente mitnehmen möchte. Und da spielen wir natürlich auch etwas Geld ein für einen guten Zweck. Herr Rosenthal, Sie haben dafür mitgesorgt, dass so etwas sein kann. Und ich sage jetzt mal, Sie treiben aber noch anderen Sport. Es ist nicht nur in dieser prominenten Mannschaft, denn ich weiß, dass Sie noch einen mit einem Schläger noch einen ich anderen Sport. Ich spiele Hockey, ja, das ist richtig, beim Steglitzer TK. Du bist das. Ja. Meine sehr verehrten Damen. Ich habe abschließend, weil wir davon sprachen, aber das soll jetzt nicht missverstanden werden. Ich sage nicht in die Provinz zu gehen, sondern woanders hinzugehen. Schön wäre, wenn es irgendwo Stellen in Berlin oder wo wir vorhin darüber sprachen, in der ständigen Vertretung, wenn wir eine Möglichkeit hätten, mit der Rosenthal-Elf mal in der Hauptstadt der DDR zu spielen oder super. In der DDR zu das wäre ein herzliches Wunsch. Da würde was bei rauskommen, das glaube ich auch. Das mehr. In diesem Sinne. Ja, ich wünsche Ihnen aber, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Raum, ganz herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksame Zuhörer waren. Durch Sie wurde das noch eine schöne Sache hier. Ich sage aber auch Danke den Zusehern, die... Ich bekomme ein Zeichen, aber ich glaube... Das Frühlingsfest haben wir hingewiesen. Ja. Und auch das wollen wir alles nicht überstrapazieren. Es ist, wer das sehen möchte, wer dabei sein möchte, hat sich das gemerkt, dass wir hier in der Bauernschenke auf der Jugendfarm Libars sind. Und die Zuschauer werden eben Gelegenheit nehmen, besonders wenn das Wetter so schön ist, was wir wünschen, hier zu sein. Ich darf aber besonders Dankeschön sagen den vier, und das werden Sie mir gestatten, die hier am Tisch waren. Ich glaube, wir hatten einen sehr, sehr prominenten Besuch. Wir haben Aussagen gehört, die uns diese Zeit hier sehr verkürzt haben, denn sie waren die Aussagen, so wie wir es erwartet haben, dass jeder zu dem Thema entsprechend Stellung nimmt. Wir gehen aus dieser Situation heraus, dass wir sagen, die Hans-Rosenthal-Elf hat den richtigen Stellenwert 1988. Ich sage Danke dem Manager dieser Mannschaft, dem Walter Kirchner, dem ich weiß, dass er dieses gar nicht so gern hat, im Mittelpunkt zu stehen. Er war einer, der viel dazu beigetragen hat, dass es so informativ war. Ich sage ganz herzlich Dank den beiden Herren, die wahrscheinlich vom Terminkalender her es am schwersten haben. Es ist der Wolfgang Gruner, es ist der Bernhard Brink. Aber sie haben gemerkt, dass diese Herren die Sendung hier ungeheuer belebt haben. Und ich sage Dankeschön Herrn Gerd Rosenthal, dass er ebenfalls hier dabei war. Wir hatten vier Leute, mit denen er das Spaß gemacht hat. Ich sage aus meiner Sicht heraus ganz herzlich Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Paradies schien wie ein Stern so weit von hier, doch Glück,
Paradies schien wie ein Stern so weit von hier, doch Glück liegt auch in dir und mir. Komm ins Paradies mit mir, denn es liegt gar nicht so weit von hier. Oh komm, lass uns zusammen.